Hi, heute wollte ich euch ein Video präsentieren, in dem ich euch alle meine Malbücher zeige. Das Malbuch, was ich in der Hand halte, habe ich speziell für die Osterzeit erstellt. Dort findet ihr unterschiedliche Bilder vom Hasen, Ostereiern. Das Malbuch ist für Kinder und Erwachsene geeignet. Das Malbuch ist auf Amazon erhältlich und kostet 6,99 €, wie alle meine Malbücher. Als nächstes wollte ich euch mein Hundemalbuch zeigen. Das Malbuch ist sehr gut für kleine und größere Kinder geeignet, da die Ausmalbilder ziemlich groß sind. Hier könnt ihr das Blumenmalbuch Bunte Blütenwelten sehen. Das ist ein Malbuch, das eigentlich für jeden geeignet ist. Für Senioren, Kinder, Erwachsene, da die Bilder unterschiedlich sind. Groß, klein und mittel. Das Malbuch Verzauberte Feen ist vom Inhalt hier ein bisschen dünner als die anderen Malbücher. Die anderen Malbücher haben 100 Seiten und dieses Malbuch nur 50. Die ist auch aber entsprechend billiger, also günstiger als die anderen. Hier haben wir ein sehr minimalistisches Malbuch. Da sind Bilder vom Gesichter, Frauengesichter, sehr minimalistisch. Also falls ihr einen Minimalisten kennt, ist das Malbuch perfekt. Hier habe ich ein lustiges Weihnachtsmalbuch erstellt. Ho, ho, ho. Das Cover ist einfach süß. Also ich fand den Weihnachtsmann richtig cool. Und innen drin auch 100 Seiten mit ganz, ganz tollen Weihnachtsausmalbildern. Für Erwachsene, für Kinder. Ich denke für größere Kinder. Ab 6 Jahren, denke ich, ja. Hier haben wir das Meerjungfrauen-Malbuch Mermaids. Sie eignet sich gut für größere Kinder und Erwachsene, da sich dort komplexere Bilder befinden als in den anderen Malbüchern. 100 Seiten und 6,99 € wie die anderen kostet die. Also ein Must-Have für Meerjungfrauen-Fans. Als nächstes zeige ich euch das Vorlagenbuch für Ostereier. Die Kinder können die Muster nach ihrer eigenen Vorstellung kreieren. Als nächstes haben wir ein Rezeptbuch mit Stil und zusätzlich auch ein Backbuch mit Stil. Also einmal für Kuchenbacken und einmal fürs Kochen. Innen drin sind schon fertige Muster, also ihr könnt da ein Bild kleben und Zutaten aufschreiben und wie man es zubereitet. Hier habe ich was für Jungs. Das Malbuch hat auch nur 50 Seiten, dementsprechend ist sie auch günstiger als die anderen. Richtig süße Drachenbilder, also meistens etwas für Jungs. Also perfekt für alle Drachenfans. Das Make-up-Malbuch habe ich extra für meine Tochter erstellt. Innen findet ihr zwei Gesichtsmuster. Auf diesen Gesichtern können eure Kinder Make-up ausprobieren oder Fasching-Make-up. Ich mache da sehr gerne Challenges mit meiner Tochter, zum Beispiel 4 Jahreszeiten oder Fasching-Make-up und ja, jeder hat ihre eigene Make-up-Malbuch. Ich habe auch Skizzenbücher in meinem Angebot. Sie sind dafür da, um etwas zu malen oder wenn ihr eure Gedanken einfach mal festhalten wollt. Ich habe da jetzt nicht so viele davon, aber einmal mit Pferden, einmal mit Wednesday. Ich habe auch etwas in A5-Format. Das Cover ist matt, der ist nicht glatt wie bei den anderen. Und das Malbuch ist perfekt für eure Handtasche. Also wenn ihr beim Arzt länger warten müsst, könnt ihr ausnahmsweise nicht zum Handy greifen, sondern vielleicht mal eine Seite ausmalen. Dieses kleine A5-Malbuch habe ich auch für meine Tochter gemacht, die heißt Sophia Lee. Die Bedeutung von ihrem Namen befindet sich auf dem Cover, auch auf der ersten Seite. Da haben wir eine Seite zum Aufschreiben und eine Seite für die Kritzeleien. Und am Ende findet ihr noch solche Gutscheine, die ihre Kinder ausschneiden können und verschenken können. Das ist personalisierbar. Das heißt, ihr müsst mir nur ein E-Mail schreiben und ich kann euch eure eigene personalisierte Buch erstellen. Hier könnt ihr mein Kinderbuch sehen, tierische Moralgeschichten. Es sind über 36 Kurzgeschichten. Das ist super praktisch, wenn ihr
eine gute Nachtgeschichte für eure Kinder braucht. Dort findet ihr Geschichten über zum Beispiel einen wütenden Löwen oder faulen Elefant Elvin oder über den langsamen Leoparden. Also die Geschichten haben auch ein Moral. Das Buch ist auch als E-Book erhältlich.